Das klassische Beispiel ist natürlich, statt einer Plastiktüte, die wir ja so in Massen brauchen, einfach Papiertüten zu verwenden. Aber auch die ganzen Eisplastikbecher könnte man auch Papierbecher hernehmen. Das gab es ja auch schon mal. Da war eben das Problem, dass das Eis diese Pappe so aufgeweicht hat. Und da denke ich, könnte man noch dran weiter forschen, dass man das eben noch besser spezialisieren könnte. Ja, und zwar kam ich da mit meinem W-Seminar drauf, das ich für die Schule gewählt habe. Und zwar habe ich da das Fach Chemie gewählt, weil ich mich an sich für Naturwissenschaften interessiere. Und da war das Thema Holz und Papier. Und dann kam ich darüber eben drauf, dass man Papier als gute Alternative für Plastik verwenden kann. Und dann hat mich auch ein Lehrer darauf hingewiesen, dass ich das bei Jugendforsch verwenden könnte. Und so habe ich mich dann auch für Jugendforsch mit dem Thema angemeldet und möchte das so unter die Leute bringen. Also das W-Seminar ging etwas länger, also es hat schon in der 11. begonnen und dann begann so der Prozess los, dass ich mich erst für ein Thema entscheiden musste und ich entschied mich für das Thema das Azidosol-Verfahren. Das ist ein Verfahren, wie man von Holz mit Holzspäne zu Papier kommt, also mit einem chemischen Aufschluss. Und dann habe ich mit diesem Papier auch verschiedene Versuche durchgeführt, wie unter dem Mikroskop oder auch, ich habe das Papier auch verbrannt mit einer bestimmten Maschine, die Thermografimetrie nennt man das. Und so kam ich dann darauf, weil ich habe verschiedene Holzarten verwendet, nämlich Laub- und Nadelholz, Ficht- und Eichenholz. Und so kam ich darauf, dass man eben die Papierarten auch variieren kann und somit an die verschiedenen Bedingungen anpassen kann. Dass ein Papier länger braucht oder später erst verbrennt und man somit das verwenden könnte, um irgendwas, was feuerstabiler oder wärmestabiler sein müsste, als Verpackungsmaterial dort verwenden könnte. Oder auch an sich, dass man es auch mit der, wie stark das Papier Wasser saugt oder verschiedene Sachen, könnte man eben, je nachdem, was die Verpackung oder an sich das Papier eben, welche für Bedingungen das haben sollte, da anpassen. Ja, ich habe mit dem Projekt mich schon begonnen, mehr Gedanken über dieses Thema zu machen, inwiefern Nachhaltigkeit uns selber, uns einzelnen Menschen betrifft oder wiefern man auch dafür machen könnte. Und ich habe mir auch überlegt, ob es wirklich so viel bringt, wenn jeder einzelne Mensch da seine Gewohnheiten ändert. Aber ich bin der Meinung, dass man vor allem, wenn man hier statt Plastik Papier verwendet, auch nur als Verpackungsmaterial, dass man dann schon sehr viel daran ändern könnte.